Gibt es die Rente mit 63 überhaupt noch? Große Verwirrung um die Rente mit 63. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Rente mit 63 lässt uns nicht los. Es gibt unglaublich viel Verwirrung, Ängste um die Rente mit 63. Gibt es die überhaupt noch? Gibt es die nicht mehr? Was ist da eigentlich los, meine Damen und Herren? Und ich als Rentenberater möchte einfach mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen, damit auch mal klar ist, was es eigentlich mit der Rente mit 63 auf sich hat. Also erstens, eine Rente mit 63 in Deutschland als eigenständige Rentenart hat es noch nie gegeben. Wir haben dafür ganz spezielle rechtliche Begriffe. Natürlich gibt es in Deutschland noch eine Altersrente mit 63. Dahinter verbirgt sich die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die mit 35 Jahren Wartezeit. Ganz klar, die können Sie mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nehmen. Sie müssen am Beginn dieser Rente aber 35 Jahre Wartezeit nachweisen. Wenn Sie aber mit der Rente mit 63 die abschlagsfreie Version einer Altersrente verbinden, dann meinen Sie die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Ich habe das Wort besonders langjährig oder besonders betont. Besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit. Und diese Altersrente gibt es nicht mehr mit 63. Das ist etwas, was sich in unserem Sprachgebrauch, im allgemeinen Duktus, auch bei den Politikerinnen und Politikern, bei den Sozialökonomen, bei den Wirtschaftsexperten und so weiter eingebürgert hat, die Rente mit 63. Sie wissen ja, viele von denen fordern die Abschaffung der Rente mit 63. Die Rente mit 63 als abschlagsfreie Version der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die gibt es nicht mehr. Die hat es mal gegeben, und zwar am 1.7.2014, für die Geburtsjahrgänge vor 1953. Und alle anderen Geburtsjahrgänge, die nach 1952 geboren worden sind, die müssen eben mit einem höheren Renteneintrittsalter in diese Rente gehen. Wer 1960 geboren wurde, der kann mit 64 Jahren und 4 Kalendermonaten in diese Altersrente gehen. Voraussetzung ist natürlich, ganz logisch, dass Sie hier 45 Jahre Wartezeit bei Beginn der Rente nachweisen können. Ja, meine Damen und Herren, es gibt aber auch eine Rente, die kann man noch vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen. Das ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das ist die Rente als Nachteilsausgleich für Menschen, die eine Schwerbehinderung haben, also einen Grad der Behinderung von mindestens 50 nachweisen. 50 ist die Schnittstelle. Wer einen Grad der Behinderung von 50 hat, der gilt als schwerbehindert. Alle, die weniger haben, sind nur in Anführungsstrichen behindert, meine Damen und Herren. Und die haben keinen Zugang zu dieser Rente. Also diejenigen, die zum Beispiel 1964 geboren worden sind, die können mit Vollendung des 62. Lebensjahres und 35 Jahren Wartezeit plus Schwerbehindertenausweis oder Bescheid vom Versorgungsamt in diese Altersrente gehen. Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Aber hinter dieser Rente verbirgt sich auch keine Rente ab oder mit 63, sondern im klassischen Sinne die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Natürlich können Sie auch mit 63 oder mit 64 oder gar dann abschlagsfrei mit 65 in diese Altersrente gehen, wenn Sie die Geburts wenn ab dem Geburtsjahrgang 1964. Ja, meine Damen und Herren, es gibt in Deutschland keine Altersrente, die nach einem gesetzlichen Begriff heißt: Altersrente mit 63, Altersrente ab 63, Altersrente mit 63 ohne Abschläge. Das gibt es alles nicht, sondern wir haben hier ganz klare Fachbegriffe und an die müssen wir uns schon ein bisschen halten. Das sehen Sie ja dann auch beim Rentenantrag und da beginnt dann meistens schon die Verwirrung. Wo soll ich da jetzt mein Kreuz machen bei der Altersrente für langjährig Versicherte oder für besonders langjährig Versicherte? Habe ich noch gar nicht gehört. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie sich an dieses Video erinnern, dann können Sie hier sozusagen mit dem Knöppel zusammen ganz locker und entspannt Ihren Rentenantrag vorbereiten. Jetzt wissen Sie, Altersrente für langjährig Versicherte, 35 Jahre Wartezeit, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, 45 Jahre Wartezeit und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, 35 Jahre Wartezeit plus Nachweis Schwerbehinderung. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Schluss mit der Verwirrung um den Begriff Rente mit 63. Das gibt es in Deutschland nicht. Ich wünsche Ihnen wie immer, na klar, eine wunderbare, rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ach so, ich habe es noch vergessen. Falls Sie zu dem Thema etwas suchen,
dann gerne bitte auf rentenbescheid24.de mal draufschauen und nachschmökern. Da können Sie vieles zum Thema gesetzliche Rente profund aus den Händen von Rechtsanwälten und Rentenberatern, die gerichtlich zugelassen sind, nachlesen. Ciao!